Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr wieder unsichtbar werden könnt, Leute. Hierfür braucht ihr einen Freund. Ihr aktiviert Strom und Pekka Punch. Danach sammelt ihr die Ethaskop-Teile ein. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, baut euch das Ethaskop zusammen und hebt es auf. Danach schießt 4 von 5 blauen Kugeln für das Kaffee-Easter Egg ab. So, ich mach das mal. So, wenn ihr das dann gemacht habt, sagt eurem Kumpel, er soll sich an die fünfte Kugel stellen und ihr begebt euch zur Anomalie in der Krankenstation. Und jetzt, genau wenn euer Kumpel die Kugel abgeschossen hat, aktiviert ihr die Anomalie. Sobald ihr das gemacht habt, werdet ihr in den Kaffee-Insekt teleportiert und könnt das Tagebuch aufheben. So, hebt das Tagebuch auf, gibt es den Geistern. So, Leute. Wenn ihr den letzten Geist das Tagebuch gegeben habt, dann soll jeder Spieler, der unsichtbar werden will, sich zum Geist stellen, weil es können mehrere Spieler unsichtbar sein. Gebt ihm das Tagebuch auch und wartet einfach, bis ihr wieder zurückteleportiert werdet. Ganz wichtig, Leute, sobald ihr wieder zurück seid, schießt nicht direkt, weil wenn ihr direkt anfängt zu schießen, dann seid ihr wieder sichtbar und verlasst am besten den Raum, weil so ist es am sichersten halt. Aber auf jeden Fall nicht schießen direkt. So, jetzt sind wir wieder zurück und sollten eigentlich unsichtbar sein. So, wo sind Zombies? Ah, guck mal, da sind schon direkt Zombies. Und wir sind unsichtbar, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern, Leute. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Video.